Hi Leute und willkommen zu Scratch Frage und Antworten Runde 4, 3, 4, 5, irgendwie sowas in der Richtung. Und ja, ich fange wie immer mit 0 an. Ich habe die Frage gestellt bekommen: Hey, wie ist das? Ich habe zurzeit ein Autorennspiel und möchte, ja, so wie soll ich sagen, ich möchte die Möglichkeit haben, wenn ich bestimmte Objekte auf der Fahrt treffe, dass ich dann schneller bin. Ich weiß nicht genau, wie er das Autorennspiel animiert, programmiert, gemacht hat. Ich kann jetzt nur einfach mal so ein kleines Beispiel machen, wie das auf jeden Fall funktioniert. Dazu mache ich als erstes eine grüne Wiese, dann male ich ein Auto. Von oben allerdings. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, ob er das so 3D gemacht hat oder ob du das 3D gemacht hast. Ich spreche dich jetzt mal direkt an. Oder. Ach, Transportation ist es wahrscheinlich. Ja, das weiß ich jetzt, wie gesagt, nicht so genau. Mache ich das mal jetzt einfach von der Seite. Spaß. So. Und ja, ich muss das jetzt besonders langsam machen. Also, wir fangen wie immer an. Wenn das angeklickt wird, dann ja, ich mache auf jeden Fall mal zeige dich. Setze Größe auf 40%. Ja, das soll er schon mal machen. Und dann soll er hier hingehen. Oder ich habe eine noch bessere Idee. Wir machen hier so einen kleinen Erdklumpen drunter. Da kann ich euch am besten dann sogar direkt, noch direkt, noch direkt, noch. Ah, Moment, das muss ich mal so machen. Ja. Okay. So. So. Das heißt, das Auto soll Bewegung. Gehe zu diesem Punkt. So. Und ja, jetzt, wenn das angeklickt ist, dann außerdem soll er Folgendes wiederholt fortlaufend wiederholen. Tolles Deutsch. Ja, also falls die Leertaste gedrückt wird, ich nehme jetzt mal die Leertaste, wo ist die Leertaste? Wird Leertaste nicht berührt, sondern hier. Wird Leertaste gedrückt, dann Bewegung ändere X um 3 oder wiederhole fortlaufend. So ist es am besten. Ausprobieren. Tatsächlich ist fährt. Ach so, natürlich. Quatsch, jetzt wiederholt das ja natürlich fortlaufend das Fahren. Das hatte ich jetzt gar nicht. So, genau. Stopp ich, so läuft es richtig. So, gut. Ja, jetzt kommen wir zu der Frage: Hey, wie ist das? Warte mal, ich will mal ganz kurz. Ein bisschen Werbung. Nee. Moment. Das Grün sieht so matt aus. Noch so eine blöde Wolke drauf. Genau. So. Jetzt zeige ich euch mal, wie das ist, wenn man ein Objekt berührt, dass man dann an Geschwindigkeit gewinnt. Und als Objekt nehme ich jetzt einfach mal so ein kleines Ding hier. So eins. Am besten mit einer Umrandung, obwohl mir das Umranden schon wieder irgendwie so. Und da gebe ich dann nochmal einen netten Buchstaben drauf. M für Münze. Oder Mario. Wie auch immer, wenn es so Mario-Fans unter euch gibt, dann könnt ihr euch sicher freuen. So, also, ja. Wenn das angeklickt wird, dann gehe zu dem und dem. Ist. Ach Quatsch, geht jeder Schritt. Gehe zu dieser Koordinate. So. Dann wiederhole fortlaufend, er soll ja wiederholt fortlaufend überprüfen, falls das Objekt berührt wird, also falls wird berührt, falls Objekt 1 berührt wird, dann aussehen versteck dich und, passt auf, neue Variable, Tempo, dann setze Tempo auf 4. So. Jetzt erkläre ich euch folgenden Effekt. Also, ach so, ja, falls wird Objekt versteckt, ich setze, ja genau. So, jetzt gibt es hier Folgendes. Hier mache ich das so, wenn die Leertaste gedrückt wird, also am Anfang soll das Tempo auf 2 gesetzt werden. Setze Tempo auf 2. So, und X soll immer um Tempo geändert werden.
Ja, das heißt, es hat jetzt folgenden Effekt. Sobald er jetzt gleich die Münze berührt, ist das Tempo ja auf 4 gesetzt und er wird schneller. Das kann ich euch jetzt mal in groß kurz zeigen. Das Tempo, schwupp, und schneller ist es. Ich hoffe, ich habe die Frage damit schon gut beantwortet. Und du kannst damit auch was anfangen. Denn ich weiß, und das war jetzt auch eine gute Frage, weil so kann ich nur mal zeigen, dass man auch, ich kann das jetzt nochmal ein bisschen deutlicher zeigen, so kann man eben auch. Oh, ach so, wir müssen natürlich noch einbauen, dass die Münze am Anfang zu sehen ist. So kann man nämlich auch einfach zeigen, dass man anstatt einfach x-Koordinaten direkt einzugeben, man auch einfach Variablen angeben kann. Das klappt natürlich auch. Ja, so, also eindeutig schneller und auch konsequent, also die ganze Zeit schneller, ja. Der ist nicht nur kurz schneller in der Zeit, wo das Objekt berührt wird, sondern die ganze Zeit. Wenn man nur für 5 Sekunden das möchte, dann setze Tempo auf 6, dann warte 5 Sekunden und setze Tempo wieder auf 2. Das geht natürlich auch. Ne? Funktioniert alles, ja. So weit, so gut. Jetzt wollte ich ja noch eine kleine Sache mit euch machen. Da weiß ich jetzt aber nicht hundertprozentig, ob das klappt. Also, dazu mache ich jetzt noch, das ist jetzt so ein kleiner Einbau-Dings noch. So, also wenn das angeklickt wird, wiederhole fortlaufen. Falls, ich weiß jetzt nicht, ob das klappt, ist jetzt ein bisschen riskant von mir. Sollte das nicht klappen, ist direkt mein ganzes Projekt, sieht dann so schlecht aus. Aber ich will mein Bestes geben. Also, falls wird die Farbe, kann ich das auch mal mit Farben zeigen. Falls die Farbe braun berührt wird, dann ja, passiert nichts. Wie soll ich das sagen? Falls okay, wenn die Farbe berührt wird, dann soll nichts sein. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das klappt, wenn man das einfach leer lässt. Ich weiß es echt nicht. So, falls die Farbe berührt wird, ja, soll nichts passieren. Sonst Bewegung, ändere X, nein, ändere Y um 40. Ne, ist viel zu schnell. Um 7. Ne, ist zu langsam. Um 12. Und drehe dich um 45 Grad. Jetzt können wir mal kurz gucken. Sieht jetzt natürlich erstmal ein bisschen blöd aus, natürlich. Zeige Richtung rechts. So, wenn das angeklickt ist, soll es Richtung rechts zeigen. Ah, super. Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Zeige Richtung rechts, ja, wenn das angeklickt ist. So, dreh dich, setze Y auf 12. Setze Y auf 12 ist Unsinn. Ändere Y um 12. Also vielleicht haben manche schon meinen Plan, ah, das ist. Was ist denn los? Ach so, die Farbe wird vielleicht noch nicht richtig berührt. Jetzt verstehe ich das, deren Problem. Oh, jetzt zeig mal Richtung rechts, du. Ja, es sieht jetzt zwar ziemlich be blödet aus, aber probieren wir es mal so. Ist jetzt alles nur, es ist keine Pflicht für meine Stammgucker, das jetzt zu gucken. So, jetzt passiert nichts. Jetzt fertig. Jetzt wird schneller. Jo! Ja. Ändere x um minus 12 und schaue Richtung. Blöd. Ah, okay. Schaue Richtung unten ist 180. Schaue Richtung. Was ist 90? 90 ist rechts. Links ist minus 90, rechts ist 90. Eine Mitte aus rechts und ist 100, 100, 120, nehmen wir mal. So, gleiches Ding nochmal.
Alles funktioniert. Ich zeige es euch nochmal. Also, ich fahre langsam hierhin. Noch funktioniert alles klar. Das ist natürlich falsch. Man sollte sagen, falls die Hälfte oder so. Aber anders kann man das nicht viel besser machen. Und sobald nichts mehr berührt wird, fällt das Auto runter. Das heißt, im Schnellen sieht das so aus. Ja, und das war's dann im Prinzip auch schon. Jetzt habe ich sogar Schwerkraft mit eingebracht. Das schreibe ich auch schön dick in den Titel rein. Und das war's, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Mega Valencia 10 mit Frage und Antwort. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Stellt eure Fragen einfach in die Kommentare oder schickt mir eine Nachricht und ich werde sie per Video beantworten. Das war's. Bis demnächst.